Willkommen zurück zu World of Final Fantasy. So, etwas länger her, dass ich jetzt gespielt habe. Ich muss gerade überlegen, wo wir überhaupt sind, was wir überhaupt machen wollten. Wollte ich noch nebenbei was machen? Ich bin mir gerade... keine Ahnung. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Gut. Dann würde ich sagen, dümpeln wir mal los, ne? Wir müssen noch den... Primus, den Vampir Primus besiegen. Oder erstmal finden und dann besiegen. Es ist so. Is that a ghost? Gotcha. Want me to turn this into a lawn graveyard? No, thank you. Hey, know what they call a locomotive with vampire fangs? I sense a bad the joke coming. Honestly, I'm more impressed he knows the word locomotive. Es ist gerade so schön, dass sie mich nicht ausreden lassen wollen. beziehungsweise ich die. Aber es ist gerade so schön, dass man keine Gegner hat. Also nicht so viele. Ne? Das ist, oh, Wunderbärchen. Because it's got fangs. Fangs that chew. I think I need a pillow to... Naja, so viel dazu. Na, ist das was Neues? Nö, ist es nicht neu. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einfach nur die Unbekannten drin lasse. Und die nicht, und natürlich Bosse lasse ich natürlich auch drin. Und die anderen sonst rausschneiden werde einfach. Das ist dann zwar wieder alles blöd, von wegen... Dann sehe ich ja nicht, wann ich genau, naja, jetzt einen 20-Minuten-Part habe. Ich würde natürlich mal abschätzen, okay, nehme ich halt 30 Minuten auf, dann passt das schon irgendwie. Aber gut, das werden wir noch sehen. Also, ihr werdet ja sehen, was dann hier passiert. Wie ich das machen werde. Haben! So, dann nach da, dann nach da, dann nach hier. Und da haben wir noch ein Kistchen. Für zwei Phoenix-Daunen. Weiß ich gar nicht mehr, was sie machen. Phoenix-Daunen waren, glaube ich, von wegen etwas mehr TP beim Wiederbeleben. Bin mir jetzt aber auch gar nicht mehr sicher. Weil das Spiel jetzt schon fast ungewohnt ist, wenn man nicht so viele Kämpfe hat. Klein Damerchen erschrocken. Ah, da links könnten wir auch. Ne, da müssen wir, glaube ich, sogar hin. Aber rechts ist ja auch noch irgendwas. Zwei Allheilmittel. Wobei, mir fällt es auch nicht. Tama! What's the room? This is a rail yard, not a you know what yard, okay? Let's get our terminology straight. Yeah, yes, the ma'am. Manchmal denke ich mir, was schreist du denn so viel? Wenn man Angst hat. Come on, bring it. Let's begin. Jo, die haben wir noch nicht. Was müssen wir bei denen machen? Amnesie kriegen wir hin, glaube ich zumindest. Gegenstände, was haben wir denn so? Jetzt habe ich ja gerade wieder alles. Ach da, Amnesie. Bip, bip, bip. Versuchen wir einfach mal so zu fangen. Ja, lief ja ganz gut. Und du bist weg. Sag ich doch.
Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich sagen. Wie der Name schon sagt, wird er vor allem für seine scharfe Sense gefürchtet. Doch auch seine Erdmagie ist sehr potent. Er trägt übrigens keine Maske. Das ist sein normales Gesicht. Der Sensenmann. Ist doch eigentlich eine Sensenfrau. Also jetzt nicht im Spiel, sondern allgemein. Du bist sehr leise. Wollen wir den eigentlich mal mitnehmen? Anstatt dem Ariman. Vielleicht ist er ja gut. Der Sensenmann. Dann bestimmt tot. Hoffe ich mal. Okay. Nett vom Reihe rennen. Nochmal zwei Phönix downen. Ich glaube, ich wollte nicht bei Chocoboco Latte oder Schokolade meine ich. Ein bisschen eindecken mit Items. Habe ich jetzt wohl irgendwie vergessen. War nicht so schlimm. Nicht so schlimm, das schaffen wir schon. Sind eh noch ein bisschen überlevelt. So, dann hier lang. Haben wir hier noch was? Nö, ne? Da unten haben wir zwei. Die hole ich natürlich. Supertränke. Und Augentropfen. Ich dachte, jetzt wird ein Kampf kommen oder so. Bin noch geschädigt von Dark Souls. Wo alles eine Mimik sein könnte. Jede verdammte Truhe. Ich muss gerade überlegen, sage ich jetzt verkackt oder verdammt? Ist ziemlich ruhig hier, ne? Also keine Musik oder so. Nicht nur unser Chocobo macht hier irgendwie Musik. Unser Chocobo sage ich schon. Unser Behemoth. Weil er ja eigentlich auch Musik kommt. Hätten sie ruhig mal ein bisschen Musik machen können. Was haben wir? Haben wir das eigentlich schon? Ein Rothzahnrad. Nein, haben wir noch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Und hier noch ein bisschen rumfliefler flumzeln. Wie wär's denn hiermit? Oh, vielleicht hätte ich erstmal da hochgehen sollen. Weil da wäre bestimmt auch was gewesen. Ein Kampf. Bleibt er drin oder wird er rausgeschnitten? Das ist hier die Frage. Er wird rausgeschnitten. Ich glaube, das ist halt auch für euch ein bisschen angenehmer zu schauen, dann wenn halt nicht die ganzen Random-Kämpfe drin sind. Die wir ja, naja, wahrscheinlich... Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Lichtschild-Samen Plus. Könnten ja auch mal gucken. Ja, einer hat ja... Wir haben jetzt noch Geschwindigkeit Plus bekommen, ne? Ja, ja, hier, hasse. Komm, mach den Mund auf. Was ich jetzt schauen wollte, mal ganz kurz, war bei den Mira-Steinen. 60 müssten wir sein. Nehme ich nicht. Der hat Heimlichkeit drin, Giftresistenz, Abwehr plus Betäubungsresistenz. Ich nehme mal die Giftresistenz raus und packe ihn dafür mal Geschwindigkeit rein. Und wenn wir 60 sind, dann hauen wir halt noch mehr rauf, ne? Also, jeder noch einen Mira-Stein dazu. So, mal gucken. Hier ist sonst nichts. Nein. Dann die, da dümpeln wir weiter. Ich hätte gerne wieder Musik. Von mir aus auch Fahrstuhlmusik. So, hier ist das mehr oder weniger ein Irrgarten, ne? Von hier nach da, nach... Moment, da könnte was sein. Nein. Aber es hätte was sein, da sein können. Ihr wisst schon. Was ist da? Hä? Oh. Mit Ruhe. Ich habe gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Wir müssen wahrscheinlich hier wieder hoch. Must really like high altitudes. Who?
Me? The Prime, dummy. She said bat, not baddie. Auch ein Kampf. Wir könnten eigentlich auch im nächsten Part oder so, im übernächsten, also demnächst mal irgendwann, zum namenlosen Mädchen und da mal ein bisschen rummachen. Na, das hört sich total falsch an. Looks like we've climbed up even higher. Ich meinte natürlich, dort mal die ganzen Missionen machen. Either that or we've sunk to a new low. Ja, ein Tiefpunkt. Die können wir wahrscheinlich zweimal nutzen, ne? Dann, also den da oben, damit er noch weiter sich dreht. Schätze ich mal, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie wir weiterkommen. Aha. Ja, natürlich weiß ich das. Ich hatte ja schon fast durchgespielt eigentlich. Oder durchgeletzplayed. Jetzt darf ich das alle nochmal neu machen. Wollten wir nicht hoch? Und wo geht's denn hier hin? Geht's hier... Ach, da geht's runter. Ich kann mich aber an den ganzen Weg ja auch gar nicht mehr erinnern. Das war eh so eine Aufnahmesession, die eigentlich gar keine Aufnahmesession sein werden sollte. Sondern ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Oder ich konnte einfach überhaupt nicht schlafen. Und da habe ich mir gedacht, von Video, nimm doch auf. Auf einmal war ich durch. Und habe irgendwie 12 Stunden aufgenommen. Nein, nicht ganz 12 Stunden. Eher so 6. Was ja auch schon viel ist. So am Stück. Wie komme ich denn jetzt dahin? Muss ich auf jeden Fall was hoch machen. Und was mache ich hier? Hier kann ich ja dann nur wieder. Oder geht's hier weiter? Das hat uns ja jetzt wieder runtergebracht. Hoch, wie auch immer. Ja, hier geht's. Hä? Moment. Ich muss ja gerade einen Weg übersehen haben oder so. Da kommen wir auch nicht vorbei. Kommen wir da weiter? Jein. Laut Karte schon. Könnte aber auch sein, wenn du eine neue Mirage entdeckt. Ich glaube den da, ne? Ich kann ja erstmal gucken. Dann sehen wir es ja. Nein, nicht Rain. Den Kobold haben wir noch nicht. Den haben wir schon und den... Naja, da sind wir gerade drauf. Mal gucken, was er haben möchte. Also wie wir ihn kriegen. Konfus. Konfus. Blind, Schlaf, Konfus. Oh, war ja klar. Ich mache erstmal den großen Stapel da weg. Weil der haut ja schon ein bisschen Schaden raus hier, ne? Machen wir mal Windgeflüster. Das hat nicht viel gebracht. Dann hauen wir einfach drauf. Obwohl. Minus 25 auf Licht. Und Blitz. Obwohl, ich glaube, wenn wir so draufhauen, reicht das auch schon. Naja, komm. Oh oh. Wir können zum Thema konfus sein und so. Waren wir nicht blind? Wir sind nicht blind. Wir haben getroffen. Ja, so viel dazu. So, gut. Gegen Stanley. Loco-Kraut. Okay. Ich sagte, Gegenstände. Loco-Kraut. Alles klar. Ich hau dir gleich eine rein. Nee, nicht Kriegsgong. Ach, komm. Da hab ich schon keinen Bock mehr auf das Scheißvieh.
ja. Also, wir haben ja noch 5 Stück, die können wir ruhig raushauen, ne? Willst du mich verkackeiern? Wahrscheinlich ist er sowieso komplett immun dagegen, wa? Was ist denn das eigentlich? 50. Eine 50er Resistenz dagegen. Ja, 2 haben wir noch. 1 haben wir noch. Ja, dann. Halt so. Was denn für Arsche? So, wo müssen wir jetzt nochmal lang? Da runter. Dann müssen, können wir ja nur hier rüber. Können wir da runter durch? Nee. Dann hier. Dann da. Ach, hier kann ich nach rechts. Stimmt, so war das. Hier kann ich speichern. Wenn ich lustig wäre. Was willst du denn? Gimme. Wir haben noch kein Rockzahnrad, alles klar. Wir können auch noch weiter hier lang, dann kriegen wir wahrscheinlich das gleich irgendwo zugeworfen. Ja, da zum Beispiel. Was machst denn das denn jetzt hier? Das macht den Weg zu einer Truhe frei, schätze ich mal. Du Gollum, Gimmi Dingsbums. Golem meine ich. Er ist ein Rostzahnrad. Und wir dümpeln mal nochmal ganz schnell zurück. Und gucken mal, was da so freigelegt wurde. Die gleichen Viecher, die wir gerade eben schon hatten, wo ich einen fangen wollte, der sich dann halt gedacht hat, nö. Da war, glaube ich, rechts eine Truhe, ne? Ja. Da haben wir Mega Phönix. Ob das mal irgendwann gebrauchen werden, ich weiß ja nicht. Zumindest, also ich schätze mal nicht hier so in dem normalen Storyverlauf. Zumindest bis da, wo ich gespielt habe, habe ich sowas noch nie gebraucht. Genau wie Äthertränke und so. Wo sind wir? Aber sind wir jetzt nicht wieder am Anfang? Waren wir hier nicht gerade eben? Bin ich besoffen? Ja doch, hier waren wir gerade eben. Ja, ja. Wir sind jetzt im Kreis gerannt, das war es eigentlich. Also haben wir nur diese eine kleine Truhe bekommen. Hm. Da oben links sehe ich noch eine. Wie komme ich denn da hin? Ja, wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich kann ich das Ding nochmal benutzen. Damit das sich irgendwie anders hinlegt, damit wir da irgendwie hochkommen und so weiter und so fort. Da ist noch eine Truhe. Mal gucken, was passiert, wenn ich es nochmal nutze. Gar nichts. Hm. Ich darf es nämlich nicht nutzen. Alles klar. Blöd. Blibla blöd. Und was, wenn ich den nochmal... Okay, so viel dazu. Kommen wir vielleicht hier oben hoch und dann... Ja. Puten wir. Phönixfären. Ja. Nehme ich immer gerne mit. Und da war dann auf jeden Fall noch ein... Ja, genau da ist einer gewesen. Gudi, gudi. Was war das? Magieangriff Samen Plus war das, ja? Ja. Gut, renne mal schnell zurück. Ich spul das mal vor. So. Da hatten wir auf jeden Fall...
was zum kaputt machen. Also nicht kaputt machen, sondern aktivieren. Was war das? Blitzresi 100. Blitz. 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 Unser kleiner Dings ist doch bestimmt blitzresistent. Ja, das reicht ja schon. Brauchen nur noch hier Gewicht. Das ist ein schwer. Ja, ja. Passt gerade so, ne? Beziehungsweise in einen drüber. Ah, der Chromgigant ist aber, ne? Müssen wir das so machen? Ups. Das war aber nicht gewollt. So, was haben wir denn da? Ein neues Gebiet. Oh nein. Doch. Oh. Mit ganz vielen... ganz, ganz vielen... Finsterklüften. 37, 40, 43 und 35. Machen wir allerdings erst im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.